Miro ist der digitale Moderationskoffer, mit dem ich sehr gerne während meiner digitalen Bildungsangebote und auch während anderer Formate arbeite. Und damit Sie sich im Vorfeld schon mal einen Einblick machen können, was auf Sie zukommt, was Miro ist, was für ein Potenzial dahinter steckt und wie es funktioniert, habe ich Ihnen ein kleines Video produziert. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Miro ist im Prinzip die Kombination eines digitalen Moderationskoffers mit einem digitalen Flipchart, einer digitalen Metaplan-Kartenwand, eines Whiteboards, ja, und auch eines Mindmapping-Tools. Sie bekommen, um mitarbeiten zu können, einen benutzerdefinierten Link, damit Sie auch ohne sich anmelden zu müssen, auch direkt mitwirken können. Diesen Link geben Sie einfach oben in die Browserzeile ein. Und ja, Sie bekommen sofort Zugang zum jeweiligen Board. Sollten an der Seite irgendwelche Begrüßungsfenster aufploppen, die können Sie wegklicken, die brauchen Sie nicht. Und lassen Sie sich auch nicht von der englischsprachigen Oberfläche abschrecken, mit der haben wir in der Praxis eigentlich auch fast gar nichts zu tun. Entscheidend ist hier bei Miro die Werkzeugleiste hier an meiner Seite. Hier finden Sie nämlich alles, was Sie brauchen, um Inhalte, um Grafiken auch zu erstellen oder auch um Inhalte zu importieren, um damit zu arbeiten. Nehmen wir mal als Beispiel, Sie arbeiten gerne mit einem Flipchart, dann erstellen wir jetzt erstmal eins. Wir können hier eine Form erstellen mit einer weißen Hintergrundfarbe. Die Farbe kann hier oben auch entsprechend geändert werden, je nachdem, wie man sie gerne haben möchte. Und man kann jetzt anfangen, mit Texten auch zu schreiben. So, lassen Sie sich von den unterschiedlichen Größen jetzt nicht abschrecken. Miro ist komplett skalierbar. Alle Einzelteile sind skalierbar, das heißt in der Größe anpassbar. Ich kann jetzt einfach mit der Maus diesen Text kleiner machen und in meine Text rüberziehen, so wie ich es haben möchte. Mit gedrückter gehaltener Maustaste kann ich mich hier im Miro-Board auch bewegen. Und wenn ich am Mausrad drehe, kann ich entweder heraus oder reinzoomen. Auch habe ich die Möglichkeit, auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Das heißt, sollte zum Beispiel der Text physisch hinter dem Flipchart, hinter dieser Grafik des Blattes sein, kann ich draufklicken, rechte Maustaste und sagen Bring Forward und somit ein Element, eine Ebene nach vorne holen. In der Praxis nutze ich das ganz gerne für Themensammlungen. Sie kennen das ja auch, Sie hängen einen Flipchart auf, Sie haben Karteikarten bereit und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer holen sich jetzt eine Karteikarte, hängen sie dort auf mit einem Thema, mit einem Punkt ihrer Wahl. Hierfür haben wir an der Seite die sogenannten Sticky Notes, die an Post-its auch erinnern. Wir können die Sticky Notes hier einfach einfügen, in der Größe anpassen und entsprechend Texte und Vorschläge und Themen reinschreiben. Das Schöne an diesen Sticky Notes ist, dass sie farblich ja veränderbar sind, mit mehreren Farben zur Verfügung sind, dass die Texte auch auf die Sticky Note, also auf diese Fläche des Sticky Notes auch begrenzt ist und man nicht drüber hinausschreiben kann, sodass man einfach auch eine ja, grafisch visualisierte Anordnung der einzelnen Elemente auch vornehmen kann. Und das Schöne ist jetzt einfach, dass jetzt jeder, der diesen Link hat, auch hier drauf zugreifen und mitschreiben kann. Erfolgt jetzt also ein Zugriff von einem anderen Computer, was ich jetzt hier gerade im Hintergrund auch mal mache, sieht das gleich wie folgt aus. Ich sehe, hier ist ein neuer User mit Guest, der jetzt auch einen neuen Vorschlag reingebracht hat. Und dieser Vorschlag ist jetzt auch von mir verschiebbar, bearbeitbar, veränderbar. Und ich kann auch darauf reagieren, indem ich zum Beispiel über ein Emoji eine kurze Reaktion drauf gebe. Finde ich lustig, finde ich toll, finde ich nicht so gut. Womit man eigentlich auch schon relativ schnell auch ein kleines Feedback auch hinbekommt. Oder was ich auch machen kann mit dem Kommentarfeld, dann einfach hier einen Kommentar draufsetzen,
worauf dann die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit in diesem Board mit drin sind, ja auch reagieren können. Und sämtliche Veränderungen werden auch in Echtzeit dargestellt. Das heißt, der Browser muss nicht neu geladen oder nicht erneuert werden. Das Schöne ist natürlich auch, man ist nicht nur beschränkt auf ja, Sticky Notes oder auf grafische Elemente. Zum Beispiel können wir auch hier beliebige YouTube-Videos einfach die URL kopieren und ganz normal einfügen mit Steuerung C, Steuerung V, wie wir das aus allen anderen Programmen kennen. Diese Videos sind jetzt auch hier anpassbar und können auch direkt im Board abgespielt werden. Werden dann ganz normal als Webcam auch Andere Benutzerinnen, die jetzt auch mitarbeiten, können jetzt zum Beispiel dieses Video jetzt auch direkt auch wieder kommentieren oder eben mit Emojis im Prinzip bewerten. Ich sehe, hier ist jetzt eine Sprechblase, weil ich jetzt mit meinem anderen Rechner als weiterer Gast jetzt einen Kommentar hinterlassen habe. So ist es zum Beispiel möglich, dezentral ja an einem Flipchart oder auch an einer Pinnwand zu arbeiten und dort auch beliebige Inhalte auch anzuheften. So kann ich zum Beispiel auch über die drei Punkte hier unten mir Medieninhalte von meiner Festplatte hochkopieren, sei es jetzt Bilder oder Grafiken etc., die ich dann auch bearbeite. Eine schöne Sache bei Miro ist auch, dass es hier in diesem Bereich mit den drei Punkten auch einige Templates gibt. Denn hier haben sich die Macherinnen und Macher gedacht, was sind denn so die häufigsten Einsatzszenarien, die man eigentlich so hat? Und hierfür eigentlich auch schon mal Vorlagen erstellt. Ich nutze zum Beispiel Miro ganz gerne für eine Art Themenplanung oder Sessionplanung. Das heißt, Brainwriting ist dann hier schon eine Vorgabe. Klicke ich einfach auf Add. Und dann wird mir hier schon ja ein fertiges Portfolio im Prinzip bereitgestellt. Hier können jetzt alle, die diesen Link haben, sich jetzt einfach eine Karte schnappen, diese schreiben, diese bearbeiten und irgendwo anheften. Eine zweite nette, schöne Sache ist zum Beispiel auch in den Vorlagen, wenn Sie eine Auswertung zum Beispiel machen wollen oder auch so eine Positionierung, sehr gerne genutzt das Bullseye Scale. Das heißt, wir haben eine thematische Zuordnung und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann einfach durch das Reinschreiben der Namen in die jeweiligen Zettel ihre Nähe oder ihre Distanz zu einem bestimmten Thema auch mit einbringen. Miro ist ein unheimlich vielseitiges Tool und die Grenze ist, glaube ich, nur in der eigenen Kreativität gesetzt. Wenn man fragt, okay, was kann man mit Miro alles machen? Kann ich antworten, was können Sie mit einem Moderatorenkoffer und einem Flipchart alles machen? Wer dort die nötige Routine hat, kann mit Flipchart, Karteikarten, Moderationskoffer, Metaplankartenwand den kompletten Workshop analog auch gestalten. Und mit Miro haben wir genau die gleiche Funktion in einem digitalen Raum. Das Schöne ist, Miro ist zudem, gibt es in der kostenlosen Version, aber auch in der kostenpflichtigen Version, die etwas erweitert ist. Für den Bildungsbereich steht sie aber komplett kostenlos auch mit beliebig vielen Boards zur Verfügung, dass sie eigentlich auch mit unterschiedlichen Projektteams und auch in unterschiedlichen Kursen verwendet werden kann. Ich hoffe, das war jetzt erstmal so ein ganz kurzer Einblick, was Miro ist. Ansonsten, es hilft natürlich nur üben, üben, üben. Einfach sich mal reinknien und ausprobieren. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung sehen und gemeinsam Miro oder auch andere Tools einfach ausprobieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.